Buongiorno aus dem Corona-Urlaub. Es ist der, heute ist der 7., ne? Ja. Der 7. April und es schneit. Wir haben 1 Grad und deswegen fahren wir jetzt in die Eifel und gehen Schlitten fahren. Da ist der Schlitten vergraben. Ja. Miri, sag hallo. Hi. Lass die halt mal auf die Maike. Nein. Maike fährt. Wuhu. Yeah. Mehr Begeisterung. Natürlich. Also heute seid ihr dabei beim Schlittenfahren in der Eifel. Wir wissen nicht mal, ob wirklich Schnee liegt. Es liegt Schnee, okay. Es liegt Schnee. Hoffentlich. Ansonsten rodeln wir durch den Matsch. Ich halte noch mal fest, es ist Anfang April. Das ist komisch. Letztes Jahr lag ich Anfang April in der Hängematte in der Sonne. Klimawandel? Weiß nicht. So, Rodeln ist beendet. Wie fanden wir es? Sehr schön, super. Rodeln hat richtig Spaß. Jeder ist einmal. Jeder saß einmal auf dem Schlitten. Ja, also eigentlich haben wir einen Schneesturmspaziergang gemacht. Aber war gut. Und jetzt suchen wir uns einen Parkplatz, wo wir Mittag essen können. Thank you.
So, next stop. Eine Höhle. Wir müssen jetzt Treppen laufen. Ich habe leicht Schnee in meinen Schuhen. Ja. Und hört ihr das? Da sind ganz viele Vögel. Da laufe ich jetzt lang. Herzlich willkommen zu National Geographic in der Nordeifel. Ich habe alles vergessen, was ich in einem Semester Geographie gelernt habe. Let's go! Kalkstein? Keine Ahnung, let's go! Komm, Jack, gib mir die Kamera. Ich filme. Wir gehen in eine Höhle. Wir wissen nicht mal, ob wir hier rein dürfen. Wie heißt die Höhle nochmal? Karkushöhle. Boah.